Heutigen Festtag. Wir wollen es als Fest feiern, obwohl es nach wie vor ein Kampftag ist, was sich die Frauen vor nunmehr 100 Jahren und auch noch früher natürlich schon gedacht haben, jetzt ist genug, jetzt gehen wir auf die Straße. Ich habe was von der Clara Zetkin mitgebracht. Ja, und 1910 in Kopenhagen fand ein internationaler Sozialistenkongress statt und im Zuge dessen dann wiederum auch sozusagen ein Frauenkongress parallel. Neben den übrigen Resolutionen aber lag den Frauen eine weitere von Clara Zetkin formulierte Entschließung vor, an deren Schluss folgende Sätze standen. Im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die sozialistischen Frauen aller Länder jedes Jahr einen Frauentag. Die in Kopenhagen versammelten Frauen ahnten allerdings nicht, dass von ihren Beschlüssen, so wichtig sie alle sein mochten, dieser eine weltgeschichtliche Bedeutung erlangen sollte, dass bereits nach einigen Jahrzehnten am Internationalen Frauentag alljährlich Millionen Frauen der Welt für die Gleichberechtigung der Frau, für Demokratie, Frieden und Sozialismus demonstrieren würden. Schon im Jahr 1911 zeigte sich, dass Clara Zetkins Appell tief an die Herzen der Frauen gerührt hatte. In Deutschland, Österreich, Dänemark und der Schweiz begingen über 1 Million Frauen am 19. März 1911 zum ersten Mal ihren Tag. Zum Roten Montag passt natürlich wunderbar der Frauentag, weil der hat eine ganz rote Vergangenheit. Ich habe das deswegen betont, weil wir immer gewusst haben, und das hängt auch mit der Clara Zetkin zusammen, dass dieser Gedanke, dass Frauen gemeinsam, unabhängig von verschiedenen Weltanschauungen, dass sie nur gemeinsam was durchsetzen können. Das war für uns immer ein Leitmotiv. Dieser internationale Frauentag ist wirklich ein Stück Geschichte der Frauen und Arbeiterbewegung geworden. Und heute ist es natürlich ganz anders. Wir haben alle Zeitungen schreiben, alle Politiker sprechen darüber, wie benachteiligt die Frauen sind. Und alle diese Benachteiligungen, die werden offen ausgesprochen. Jeder weiß, es ist gar kein Geheimnis. Und wenn wir uns anschauen, was wird dagegen aber wirklich gemacht? Es wird so viel von der Gerechtigkeit gesprochen und von der Wahlfreiheit gesprochen. Gibt es wirklich eine Wahlfreiheit für so viele Frauen, die gar keinen Posten kriegen, weil man mit ihnen mit 40 Jahren hält man sie schon für so alt? Und die Alleinerzieherinnen müssen arbeiten, weil sie sonst ihre Kinder nicht leben können. Und viele andere Gründe sind da im Leben, dass es diese Wahl, dass es eine Scheinheiligkeit ist, wenn man den Frauen sagt, sie haben Wahlfreiheit. Die Wirklichkeit schaut anders aus. Und das ist auch der Grund, warum sich wieder und diesmal wirklich ein sehr breites, überparteiliches Frauenkomitee gefunden hat, die gemeinsam als Erinnerung an den ersten Frauentag 1911 am 19. März eine große Frauendemonstration organisiert und weil man müde ist von diesen Versprechungen, heißt das Wort aus, Aktion, Umsetzung, sofort. weil ich am Montag manchmal malen gehe. Ich habe gesagt, ich möchte halt den Demonstrationssachen malen. Und glaube ich auch, das ist auch für mich sehr wichtig, das hat man dann dort diskutiert, gegen Patriarchat und Kapital. Und ja, dann, ich wollte das sagen, wir haben gesagt, die Forderungen sind genug bekannt, ja, zum Beispiel alle vom Frauenvolksbegehren. 640.000 Leute haben es damals unterstützt und keine einzige Forderung ist bis jetzt erfüllt aus diesem Frauenvolksbegehren. Einen Satz möchte ich noch sagen. Der Internationale Frauentag war immer auch ein Tag der internationalen Solidarität. Heute fühlen wir uns solidarisch mit den kämpfenden Frauen in den ganzen arabischen Ländern, die für ihre Freiheit kämpfen. Und diese blutigen Auseinandersetzungen, wir wünschen ihnen, dass sie sich durchsetzen können. Unsere Solidarität gehört in ihren Kampf und den Kampf ihrer Völker. Und unsere Solidarität gehört den Frauen auf der ganzen Welt, die gegen Armut und Hunger und Analphabetismus, gegen die Zerstörung der Umwelt und für eine friedliche Zukunft ihrer Kinder kämpfen. Hoch der internationale Frauenkampf. Niemand darf still bleiben, der weiß, dass irgendwo ein Unrecht geschieht. Von Unrecht wissen und schweigen macht mitschuldig. Okay.